Wir haben keine Alternative. Wir müssen damit fahren. Wohin? Petrov ist aus der Kältewerkstatt von Wawilow geflohen. Logischerweise sollten wir dort mit der Suche anfangen. Okay, und wie komme ich dahin? Zuerst müssen wir zum Verteilzentrum. Dahin kommen wir mit dieser Seilbahn. Man kann durch Polymer schwimmen. Das habe ich schon gemacht. Ist eigentlich ganz schön. Wie schwimmen im Meer mit Walen und Delfinen. So friedlich. Und wie soll ich die Verbindung neu starten? Irgendwo hier müsste eine Bedientafel sein. Ach was. Ihr werdet Zeugen einer glorreichen neuen Ära der sowjetischen Stadtplanung. Dies ist Icarus, die weltweit erste autonome Flugstadtbasis.
Diese mächtige fliegende Plattform ist das Fundament des Forschungs- und Entwicklungskomplexes. Speichere Daten. Da ist die Bedientafel. Und natürlich gesperrt. Das ist genau euer Ding, oder? Aber das ist neu. Ein Kombinationsschloss. Oh, ich brauche mindestens ein Jahr, um die Kombination rauszukriegen. Sieh dich doch mal um. Vielleicht hat jemand den Code. Der Schaltplan. Muss den Schaltplan finden. Was war das? Schaltplan läuft die nicht! Steckt fest! Ohne Plan geht nichts voran! Oh Scheiße, der lebt noch! Schaltplan! Brauchst du einen Schaltplan? Er ist leider tot. Wir sind von Leichen umgeben. Warum bist du erstarrt, so wie alles hier? Die laufen nicht! Nein! Ohne Schaltplan geht gar nichts! Die Toten haben einen Neuropolymer-Restspeicher und können noch eine Weile nach ihrem Tod kommunizieren. Na super. Und wo ist jetzt dein Schaltplan? Schaltplan? Der Schaltplan, den ich brauche, um die Wagen zu bewegen. Wo ist er? Der Stationsvorsteher hat ihn nicht überlebt. Nicht so schnell wie ich. Ist gestorben. Das ganze Ding ist eine einzige Leichenhalle. Ist der Stationsvorsteher in diesem Tunnel gestorben? Dieser Tunnel. Er starb und alles erstarrte. Direkt vor meinen Augen. Du brauchst den Schaltplan. Ihr werdet Zeugen einer glorreichen neuen Ära der sowjetischen Stadtplanung. Dies ist Icarus, die weltweit erste autonome Flugstadtbasis. Bist du sicher, dass der Stationsvorsteher ihn bei sich hat? Nimmt er ihn überall hin mit? Er trägt ihn bei sich, der Stationsvorsteher. Finde ihn, hol den Schaltplan. Alles klar, ich suche ihn. Vielleicht hätte ich... Ohne Schaltplan läuft die nicht! Steckt fest! Ohne Plan geht nichts voran! Oh Scheiße, der lebt noch! Schaltplan! Brauchst du einen Schaltplan? Er ist leider tot. Ach du Scheiße, eine sprechende Leiche! Die Straßen sind nicht alle klar.
Charles, dann ist das kein Toter, der mit mir redet, sondern das Neuropolymer in seinem Schädel, richtig? Ganz simpel ausgedrückt, ja. Während das Neuropolymer abstirbt, speichert es vorübergehend die letzten Gedanken des Individuums. Gruselig. Wie lange sprechen Sie denn dann noch? Genau kann ich es nicht sagen. Irgendwas zwischen einer Minute und ein paar Tagen. Aber je mehr Zeit nach dem Tod vergeht, desto schadhafter werden offenbar die Informationen. Verstehe. Also ist es nicht immer wichtig, was Sie sagen. Die armen Schweine. Dieses technologische Wunder ist momentan das einzige seiner Art. Doch in 7 oder 8 Jahren möchte die UdSSR diese unglaublichen Mechanismen in Masse produzieren. Icarus-Plattformen aneinander gekoppelt. Hoffentlich funktioniert es. Die Seilbahn ist aktiviert. Herzlich willkommen. Bitte die Plätze je nach Fahrkarte einnehmen. Tempo! Tut mir leid. Keine Fahrkarte. Ohne Schaltplan läuft die nicht! Er steckt fest! Ohne Plan geht nichts voran! Oh Scheiße, der lebt noch! Ach du Scheiße, eine sprechende Leiche! Speichere Daten. Was ist es? Bewegung! Bewegung! Gib Gas! Es geht voran! Bereit zur Abfahrt. 10, 9, 8, 7, 6, Abfahrt! Im Tunnel herrscht das reinste Chaos. Das wird eine ganz schöne Holperfahrt. Ich hab doch gewusst, das wird... Verdammt! Du schon wieder? Vorsicht! Da vorne ist eine Lücke! Sehe ich! Du schon wieder? Vorsicht! Da vorne ist eine Lücke! Sehe ich!
müssen irgendwie weiterkommen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung wie. Die Wand hochklettern. So. Hast du eine Bergsteigerausbildung? Ich bin in der Spezialeinheit, kein Schreibtischtäter. Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. Ich muss zugeben, ich bin recht froh, das zu hören. Reflexe, Major. Und ab. Ohne die würde ich nicht überleben. Das war ein Burav, oder? Ein Tunnelbohrroboter? Genau. Buravs fräsen sich in unglaublichem Tempo, selbst durch die härtesten Gesteinsschichten. Die sowjetische Wissenschaft setzt für unsere naturgegebene Eroberung aller Planeten des Sonnensystems große Hoffnungen auf sie.
Was für eine Ironie. Ich habe mich so gut um diese wunderbaren und brillanten Maschinen gekümmert. Und jetzt? Tut mir leid, bin in Eile. Was für eine Ironie. Ich habe mich so gut um diese wunderbaren und brillanten Maschinen gekümmert. Und jetzt? Was für eine Ironie. Wovon redest du? Die Buravs, unser bestes Produkt. Ein Jammer. Wusstest du, dass wir sie nicht ins Ausland verkaufen durften? Und worin liegt da die Ironie? Das ist lächerlich. Ich war hier Buraf-Robotiker. Als ich hörte, dass die Roboter Leute angreifen, bin ich schnell hergekommen. Wollte meinen abschalten. Also haben sie mich in Stücke gehackt. Meine eigenen Maschinen haben mich getötet. Die Bedientafeln sind voller Trümmer. Jetzt graben sie auf sich allein gestellt irgendetwas aus, als würden sie schlafwandeln oder so. Ich frage mich, was sie ohne uns wohl träumen. Warum ist ihr Export verboten? Das sind hochmoderne Städtebaumaschinen. Wenn man sie auf den Boden richtet, hat man in ein paar Monaten ganze U-Bahn-Systeme oder jeden erdenklichen Tunnel. U-Bahnen, ha! Sie wollten sie auf den Mond verwenden. Zum Terraformen. Sie sind streng geheim und stecken mehr weg als jeder Panzer. PTL-Platten, nicht gekennzeichnet. Spitzentechnologie. Du hast an den Buravs gearbeitet? Von Anfang an habe hier fast alles gebaut. Hier gab es kein künstliches Meer, keine Felder, keine Wälder, gar nichts. Ganz zu schweigen von den Seilbahnen. Nur Gebirgszüge. Kaum jemand denkt darüber nach, wie es hier mal war. Und das alles nur dank meiner Buravs. Wir haben Berge versetzt, die ganze Infrastruktur gebaut. Und jetzt reißen sie ein, was sie gebaut haben. Wir haben keine Ahnung. Eine Maschine hat einen Geist wie ein kleines Kind. Ohne Liebe und Zuwendung ist sie irgendwann verwirrt. Was für eine Ironie. Ich habe mich so gut um diese wunderbaren und brillanten Maschinen gekümmert. Und jetzt? Was für eine Ironie. Wovon redest du? Die Buravs, unser bestes Produkt. Ein Jammer. Wusstest du, dass wir sie nicht ins Ausland verkaufen durften? Tut mir leid. Ich muss los. Na klar. Erl, in Ordnung. Mann, wie ich es liebe, durch pechschwarze Tunnel zu kriechen. Was für ein Ritt. Unter normalen Umständen verbindet die Seilbahn alle unterirdischen Sektoren der Anlage 3826. Nächstes Mal dürfte es einfacher werden. Danke, Kumpel. Nächstes Mal gehe ich lieber zu Fuß, und zwar an der Oberfläche. Thank you.
Das ist meine Station. Was für eine angenehme Fahrt. Du schon wieder? Vorsicht! Da vorne ist eine Lücke. Sehe ich. Du schon wieder? Vorsicht! Da vorne ist eine Lücke. Sehe ich. Irgendwie weiterkommen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung wie. Die Wand hochklettern. So. Hast du eine Bergsteigerausbildung? Ich bin in der Spezialeinheit, kein Schreibtischtäter. Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. Ich muss zugeben, ich bin recht froh, das zu hören. Und ab. Ohne die würde ich nicht überleben. Charles, das war ein Buraf, oder? Ein Tunnelbohrroboter? Genau. Burafs fräsen sich in unglaublichem Tempo, selbst durch die härtesten Gesteinsschichten. Die sowjetische Wissenschaft setzt für unsere naturgegebene Eroberung aller Planeten des Sonnensystems große Hoffnungen auf sie. Thank you.
eine Ironie. Ich habe mich so gut um diese wunderbaren und brillanten Maschinen gekümmert. Und jetzt? Was für eine Ironie. Wovon redest du? Die Buravs, unser bestes Produkt. Ein Jammer. Wusstest du, dass wir sie nicht ins Ausland verkaufen durften? Und worin liegt da die Ironie? Das ist lächerlich. Ich war hier von Anfang an was für eine die Buravs. Tut mir leid, ich muss los. Na klar, Earl, in Ordnung. Mann, wie ich es liebe, durch pechschwarze Tunnel zu kriechen. Was für ein Ritt. Unter normalen Umständen verbindet die Seilbahn alle unterirdischen Sektoren der Anlage 3826. Nächstes Mal dürfte es einfacher werden. Danke, Kumpel. Nächstes Mal gehe ich lieber zu Fuß, und zwar an der Oberfläche. Hey, das ist meine Station. Was für eine angenehme Fahrt. Speichere Daten.